ihr Lieben, guten Morgen, Mittag oder auch einen wunderschönen Abend. Wer rastet, der rostet, also macht euch jetzt geschmeidig. Die jetzige Session wird so ablaufen, dass ihr ganz aktiv an eurer Beweglichkeit arbeitet. Das heißt, keine passiven Stretches, sondern ihr versucht, möglichst weit immer in jede Position selbstständig zu kommen. Übung Nummer 1, dafür geht ihr in Bauchlage und legt eure Stirn auf eure beiden Handrücken ab. Was ihr jetzt macht, ihr bringt abwechselnd rechts und links euer Knie mit eurem gesamten Fuß so weit wie möglich nach vorne. 5-mal links und 5-mal rechts. Ganz kontrolliert, schaut, dass ihr damit jedes Mal weiterkommt. 3 4 und das letzte Mal ganz kontrolliert. 5 und stopp. Ihr könnt gleich auf eurem Bauch liegen bleiben und platziert eure Hände rechts und links von eurem Brustbein. Was ihr jetzt macht, ihr hebt vom Boden weg, lasst eure Hüfte dabei am Boden liegen und dann ganz kontrolliert, macht es nicht zu ruckartig, lasst ihr den Druck, den ihr mit euren Händen gebt, los und versucht selbstständig möglichst euch langsam nach unten abzusetzen. Auch hier, jetzt noch 4 Wiederholungen. Geht zuerst hier in diese Kobra-artige Position, Schultern tief und dann schaut, ab welchem Punkt ihr die Hände vom Boden lösen könnt. Und halten, ganz langsam absetzen den Brustkorb. 2. Hände gehen vom Boden weg. 3. 4 und das letzte Mal, Schulter nochmal von den Ohren weg, langsam absenken, halten, Rückenstrecker oder Rücken, der darf hier arbeiten und stopp. Kurz lockern und dann kommt ihr in einen Vierfüßlerstand. Ihr platziert eure Knie unterhalb von eurer Schulter, eure Knie unterhalb von eurer Hüfte natürlich und eure Hände unterhalb von eurer Schulter. Schiebt mit eurer gesamten Handfläche den Boden nach unten weg, sodass ihr aktiviert in euren Schulterblättern seid und der Scheitelpunkt von eurem Kopf zieht zur gegenüberliegenden Wand. Ihr macht einen langen Hals. Aus der Position hebt ihr euren linken Arm so weit wie möglich seitlich nach oben, ohne aber, dass ihr ausweicht mit eurem restlichen Körper. Nur so weit, dass es möglich ist, aus der Schulter heraus und senkt die Hand wieder ab. Den Augen schaut zur Decke. Auch hier 5 Wiederholungen. Boden wird von eurer rechten Hand nach unten geschoben. 2-mal. Letztes Mal. Und Seitenwechsel. Die linke Hand von euch schiebt den Boden nach unten weg. Die rechte Hand zieht zur Decke. Macht weiter, Lachen ist gesund. Und rechte Hand zur Decke rauf. Wieder Retour. Letztes Mal. Und stopp. So Leute, kurz zwischendrin einmal auslachen. Und dann eine weitere Übung für die Range of Motion von euren Schultern. Schultern gehen hier wieder zuerst beide von den Ohren weg. Und jetzt mit links, ihr startet mit links, rotiert ihr vor eurem Körper nach oben zur Decke. Dann geht der Arm seitlich von euch und hier lasst ihr ihn so weit wie möglich bei der Decke. Greift nach hinten, hinter euch, wieder bleibt ihr stabil in eurer gesamten Wirbelsäule und greift dann unten durch, wieder nach vorne. Noch 2-mal das Ganze zur Decke, rotiert mit eurem Daumen nach hinten. Und das letzte.
letzte Mal wieder. Mach dir diesen langen Hals. Und stopp. Kurz lockern. Seitenwechsel. Linke Hand schiebt den Boden nach unten weg. Die rechte Hand greift weit nach vorne. Daumen hoch für eure neue Beweglichkeit. Dann greift ihr weit hinter euch. Und zweites Mal. Denkt an euren langen Hals. Euer Rücken bleibt lang und stabil. Und das letzte Mal. Und stopp. Kurz locker. Ihr habt jetzt immer euren Rumpf stabil gehalten, eure Wirbelsäule in der Länge gehalten. Was ihr jetzt macht, ist, ihr bringt eure Brustwirbelsäule in Bewegung. Dafür setzt ihr euch mit eurem Po auf eure Fersen ab. Dadurch ist schon mal eure Lendenwirbelsäule eingerastet und ihr arbeitet nur aus eurer Brustwirbelsäule. Zieht dann mit beiden Armen weit von euch weg nach vorne, krallt euch da ruhig nochmal ein Stück weiter vor am Boden entlang und geht mit eurer linken Hand an eure Schläfe. Jetzt rotiert ihr mit dem linken Ellenbogen weit zur Decke auf und haltet diese Position für 5 tiefe Atemzüge. Und mit jedem Mal ausatmen, schaut ihr, dass ihr ein Stück weiter kommt. 2. Und langsam lösen. Lockert euch kurz und wechselt die Seite. Linker Arm schiebt weit, weit, weit nach vorne. Der rechte Ellenbogen geht zur Decke. 5 tiefe Atemzüge. Zweimal. Letzte Mal noch weit. Und langsam lockern. Dann geht ihr jetzt in eine sitzende Position, stellt eure Beine vor euch auf, etwas weiter als schulterbreit auseinander. Jetzt, was ganz, ganz wichtig ist, schaut, dass ihr hier nicht krumm da hockt, wie ihr sonst eh schon vermutlich vor dem Fernseher hockt. Macht das nicht. Nein, nein. Euer Brustkorb zieht weit zur Decke rauf. Ihr haltet diese Position und kippt mit beiden Knien zu einer Seite rüber. Achtet dabei darauf, dass ihr euren Sitzhöcker so lang wie möglich am Boden lasst. Beide, sodass ihr richtig merkt, die Hüfte muss arbeiten. Ganz langsam und kontrolliert der Brustkorb und euer Scheitel ziehen zur Decke. Dann wechselt ihr die Seite, vor allem hier in der mittleren Position. Da müsst ihr arbeiten, bleibt groß, 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 groß und wechselt zur anderen Seite rüber. Euer Brustkorb schaut weiterhin nach vorne. Wenn das zu intensiv ist und es quasi an Unmöglichkeit grenzt bei euch, dass ihr aufrecht bleibt, legt eure Hände hinter euch ab und schiebt euch dann aktiv hier nach oben raus. Trotzdem arbeitet ihr daran, eure beiden Sitzhöcker so lange wie möglich am Boden zu lassen. Noch zweimal pro Seite. Groß bleiben. Ganz langsam und kontrolliert. Letztes Mal nach links, letztes Mal nach rechts. Dürft ihr richtig merken, wie die Hüfte arbeitet. Da solltet ihr spüren, hier tief innen drinnen. Und langsam lockern. Letzte Übung im Stehen jetzt. Was ihr macht, ihr helft zuerst aktiv mit. Ihr schnappt euch euer linkes Knie. Es geht wieder um eure Hüfte. Schnappt euch euer linkes Knie und zieht das Knie weit zu euch her. Währenddessen wachst ihr mit eurem Scheitel zur Decke rauf, zieht eure Zehenspitzen zu euch her und hier links, rechts eure Pobacke, die feuert, damit ihr stabil steht. Und dann, auf mein Kommando, lasst ihr euer Knie los und haltet diese Position so nah wie möglich mit dem Knie zu euch gezogen. Go! Ganz locker lösen. Halten, halten, halten. Bleibt in dieser stabilen Position.
und senkt euer Knie langsam ab. Ihr macht es noch einmal auf der Seite, dann noch die andere Seite. Dann seid ihr durch. Anziehen. Rechte Pobacke feuert. 2, 1 und langsam lösen. Der ganze Körper spannt, zieht das Knie zu euch her. Noch 4, 3, 2, 1 und langsam lösen. Seitenwechsel. Zieht euer rechtes Knie zu euch her. Die linke Pobacke ist wieder aktiv. Macht euch groß, zieht euch in die Länge. Und 3, 2, 1, langsam lösen. Haltet ganz stabil. Euer Knie so nah wie möglich bei euch. Liebt euer Knie. Behaltet es bei euch. Noch 2, 1 und langsam lösen. Letztes Mal, nochmal voller Fokus. Ihr zieht euer Knie wieder zurück hier, die Zehenspitzen ebenfalls. Seid groß und lasst los. In 2, 1, halten, halten, halten. Ganz stabil, haltet auch die Balance. Zieht euch in die Länge, das Knie so nah wie möglich zu euch her. Noch 2, 1 und stopp. Dann legt wieder ein wunderschönes Lächeln auf. Schaut einmal in den Spiegel, seid stolz auf euch. Und spürt eure Wärme in der Hüfte. As always, build your base. Macht's gut.